Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung für IT-Businesses, insbesondere Softwareunternehmen, solche, die entweder SaaS, Software as a Service, an den Markt bringen wollen, entwickeln wollen. Das ist eine sehr langfristige häufig Geschichte. Oder solche, die letztendlich den etwas kürzeren Weg gehen, die ersten Umsätze zu generieren, zumindest mal über die Software-Dienstleistung als solches. Das heißt, entweder im Paket per Werkvertrag oder über Pauschalen oder über Dienstleisterverträge per Stunden- und Tagessätze ihre Dienstleistung zu verkaufen, im Markt zu platzieren, sich dort erstmal zu positionieren, ja, also Positionierung, dann Platzierung, dann Kundengewinnung, dann Skalierung, ja, das ist genau die Reihenfolge und irgendwo dazwischen ist dann auch Mitarbeitergewinnung. Das sind also die 4, 5 magischen Pfeiler letztendlich, ja, eines jeden erfolgreichen Geschäfts. Und dieses Thema wollen wir heute mal ein bisschen an der Oberfläche ankratzen. Ja, wenn du dich natürlich jetzt hier angesprochen fühlst, kannst du dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen hoch geben, kommentieren, teilen, liken. Das heißt, was schauen wir uns da an? Und ich versuche es wirklich mal auf den Nenner runterzubrechen und möglichst zu vereinfachen. Denn ich sehe immer wieder einen Haufen Verwirrung da draußen. Also ich habe immer wieder über meinen Calendly-Link, also über meinen Gratis-Analysegespräch, so wie wir das nennen, oder Gratis-Strategie-Session. Immer wieder auch Leute, die sich bei mir eintragen und dann eben immer wieder auch wiederkehrende Probleme haben. Ich sehe dann häufig Softwareentwickler, die entweder noch ganz am Anfang stehen, Solopreneure, oder die häufig dann mit einem Freund zusammen sich zusammengeschmissen haben und auch schon erste Umsätze generieren. Ich sehe dann aber auch andere Softwareentwickler, die schon mehrere Mitarbeiter haben und dann wieder andere Probleme haben. Und dann sehe ich auch Softwareentwickler, die vielleicht schon 10, 20 Mitarbeiter haben, also schon mehrere kleinere Teams, die sie dann so paketweise verkaufen können eventuell und andere wieder Probleme haben. Aber so ein paar Probleme sehe ich wie so einen roten Faden durchziehen, egal an welcher dieser Stellen du dich eben gerade befindest mit deinem Geschäft. Und die möchte ich heute mal ganz kurz ansprechen. Und das ist letztendlich geht es darum, dass du auf Business Services verkaufen möchtest, also Software Development, Business Services im Markt, ja, und es hier um B2B-Geschäft geht. Also ich sehe dann immer wieder auch Leute, die sich über solche Sachen wie TikTok oder Instagram Gedanken machen, wo ich ganz einfach sagen muss, okay, bist du jetzt irgendwie der 125. Millionste Coaching-Instructor oder irgendwas, keine Ahnung, willst du irgendwie Abnehmen-Coach sein oder Flirt-Coach oder was weiß ich irgendwas, ja, oder irgendwie anderen Leuten das Coaching beibringen oder sonst was, ja, dann kannst du dich da vielleicht rumtummeln, ist auch ganz okay so. Oder Verkaufstrainer oder irgendwie sowas, ja. Das heißt, B2C, ja, das sind ganz klar B2C, ja, Geschichten, ja. Auch ein, ich nehme das mal namentlich, Dirk Reuter, der super erfolgreich ist, aber bis vor, ich weiß nicht, 7, 8 Jahre oder irgendwas, ja, B2B-Geschäft gemacht hat. Und er war auch damals nicht auf Instagram oder auf Facebook oder ähnlichen Sachen. Das hatte seinen Grund. Und als er dann auf B2C umgestiegen ist, dann hat er sehr stark auch genutzt, Facebook und so weiter. Und ich meine damit absichtlich B2C. Ja? B2C ist zum Beispiel auch, wenn du jemanden, ein Solopreneur quasi, oder ein Geschäftsführer, der vielleicht sogar schon ein paar Mitarbeiter hat, beibringen möchtest, wie er besser verkaufen kann, dann, oder wie er abnehmen kann, oder wie er besser flirten kann oder seine Frau findet, dann bist du auch wieder im B2C-Geschäft. Das heißt, jeder B2B-Kunde ist auch irgendwo ein B2C-Kunde, je nachdem, was du ihm gerade anbietest und platzierst und so weiter. Ja? Und das heißt, viele verstehen diese Zusammenhänge auch nicht, diese Überlappung von B2C und B2B. Und natürlich kann ich auch, wenn ich mich im B2B-Markt sehr gut auskenne, dort sozusagen mehr oder weniger alle Register gezogen habe, dann kann ich natürlich auch Remarketing-Kampagnen auf Facebook und Instagram und dergleichen schalten, sogar auf TikTok meinetwegen, weil ja auch da theoretisch meine Zielgruppe sich aufhalten könnte, während sie abends am Fernseher vorm Fernseher sitzen oder was weiß ich, oder Netflix schauen und alles andere abgeschalten haben, aber sich irgendwie da auf Facebook umgucken. Und dann habe ich dort nochmal Remarketing. Ist alles gut. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Du hast ja noch keine Bude in der Regel mit 1000 Mitarbeitern und 100 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, wir schauen uns heute einfach mal an, wenn du so Solopreneur bist,
Wir machen häufig teilweise noch unter 100.000 im Jahr. Oder wenn du 300.000, 400.000 machst, 500.000. Oder wenn du vielleicht sogar schon 1 Million machst, ein paar Mitarbeiter hast, dann ist das alles noch relativ uninteressant für dich. Interessant für dich sind eigentlich letztendlich nur 3 Dinge. Das eine ist Google Ads. Ja, Google ist die mächtigste Suchmaschine. Dann magst du vielleicht sagen, ja, das stimmt nicht ganz. YouTube ist auch ziemlich mächtig. Ja, ist beides dieselbe Firma. Okay. Dann sagst du vielleicht, oh ja, aber dieses ganze Display, wenn ich irgendwo mich auf einem Magazin befinde, dann sehe ich dann immer wieder, dann verfolgt mich immer wieder irgendwelche Werbung und so weiter. Das ist auch richtig mächtig. Auch das kann Google. Ja, also letztendlich ist Google sehr, sehr, sehr breit, deckt fast alles ab, außer konkrete direkte Werbung auf LinkedIn. Da musst du halt auf LinkedIn gehen. Das wäre dann die zweite Plattform. Sehr, sehr mächtig, B2B. Und Instagram, Facebook, direkte Werbung da. Aber man kann das ja auch nutzen über Remarketing, aber das ist einfach sehr fortgeschrittene Sachen und nur was für Sachen, die für Leute, die wirklich schon größere Firmen haben mit viel, viel größeren Budgets. Ja? Natürlich kannst du auch immer eine 1-Euro-Remarketing-Kampagne schalten, das ist natürlich auch klar. Aber um überhaupt mal den Laden richtig mal ins Rollen zu bekommen, dass wir endlich mal loskommen, auch von dieser Poplerei. Also ich nenne es jetzt hier mal wirklich ganz bewusst Poplerei. Also ich finde zum Beispiel diesen Meetingraum hier, den musste ich mir zum Beispiel buchen. Ja? War nicht ganz teuer, war nicht ganz billig. Also ich befinde mich jetzt aktuell in einem sehr großen Space, Office Space. Da ist es sogar, da gilt die Regel zum Beispiel, dass man Meetingräume, die man am Wochenende bucht, ja, doppelt der Preis ist, weil es einfach außerhalb der regulären Arbeitszeiten ist. Und wir haben es als Regel festgestellt, ja, als Regel festgelegt. Ich muss die bezahlen. Und das ist halt letztendlich, ich kenne so viele Freelancer und so weiter, die sagen sich halt, ah, okay, das ist wieder so teuer und so weiter und so weiter. Du solltest halt einfach, dass sie sich mal endlich mal auf eine Flughöhe kommen, wo es dir da mehr oder weniger egal ist, ja, ob jetzt da ein paar hundert Euro du für irgendwelche Tools bezahlst, mehr oder weniger ein paar hundert Euro für ein cooles Office oder einen coolen Aufenthaltsraum bezahlst, mehr oder weniger ein paar hundert Euro für eine etwas bessere Arbeitskraft bezahlst, mehr oder weniger. Alles, also der Qualitätsfaktor des kompletten Geschäfts hängt so stark davon ab, ob du endlich mal in die Gänge kommst mit letztendlich Google Ads, LinkedIn und Lead Generation as a whole. Ja? Ich sage das ganz bewusst hier auf Denglisch, weil Leute auch immer nur diesen Fokus haben. Klar, regionale Fokus und so weiter, das kann auch ein Vorteil sein. Aber generell, ganz ehrlich, ja, Deutschland ist nach wie vor immer noch eine starke Industrienation und so weiter, wird gerade ein bisschen abgewirtschaftet. Das sind alles sehr langsame Makroprozesse. Aber man sieht schon auch im Einzelnen, ich glaube, dass wir, gibt es ja Studien, 20, 30% in Deutschland, irgendwie haben wir, keine Ahnung, Business verloren, allein im Jahr 2023, aufgrund der ganzen politischen, alle möglichen Umstände, Energie und das und das. Viele haben auch nicht reinvestiert, die eigentlich geplant hatten zu reinvestieren, haben dann woanders reinvestiert. Das wird als Abwanderung gar nicht hinzugerechnet. Das heißt, die eigentlichen Zahlen sind viel, viel höher. Ja? Also letztendlich das, was nicht geplant war, ursprünglich mal noch nicht trockene Tücher, also nirgendwo eingeschrieben, sondern einfach nur geplant zu investieren, wurde dann nicht in Deutschland investiert. Und die Zahlen, die dort schon investiert waren, aber dann abgewandert sind oder so, ja, sprechen auch für sich. Und es letztendlich, ja, es wächst eigentlich irgendwo, wachsen alle Firmen, alle Länder, nur nicht Deutschland. Das heißt, ich würde einfach grundsätzlich auch mal immer ein offenes Ohr halten, auch was können wir denn sozusagen auch auf Englisch machen, damit wir eigentlich auch letztendlich auch mehr internationaler werden. Ja, also das würde ich auch immer so ein bisschen Hintergedanken halten, weil selbst wenn du sagst, okay, in der Schweiz sprechen sie ja Englisch, ja, Deutsch, aber halt auch nicht überall. Und selbst wenn du wirklich ernsthaft, ich hatte auch schon Kunden schon vor Jahren, die wollten unbedingt in den Schweizer Markt. Klar, Schweiz ist ein cooler Markt, ja, und dort scheinbar gibt es dort viel zu Geschäft zu machen. Aber nur ein Teilbereich davon spricht eben Deutsch und ein anderer spricht dann eben häufig Italienisch oder eine Mischung daraus oder komisches Französisch oder was auch immer. Und da wäre es halt auch schon wieder gut, wenn du Italienisch kannst und Französisch kannst. Ja? Oder zumindest mal Englisch. Das ist quasi nur ein Steinwurf entfernt. Dann bist du schon irgendwo in Genève oder was weiß ich. Ja? Und häufig sind da Überlappungen. Und wenn du eben dann nicht der sprachenfähig bist, ich kann zum Beispiel Italienisch und Französisch. Und ich habe auch zwei meiner Top-Akquisiteure damals, die waren auch jeweils. Die konnten sogar noch besser Englisch und Französisch wie ich. Und dann ist das alles kein Problem. Ich sage einfach nur,
immer sozusagen nicht nur das sehen, wo du dich gerade bewegst, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so am Rande bemerkt. Letztendlich möchte ich jetzt aber hier nochmal auf einen Punkt kommen und der Punkt ist der folgende. Bei allem, was du da machst, ich sehe das halt häufig, wenn ich zum Beispiel jemanden bemühe, und dann zeigt er zum Beispiel mir seine Webseite. Und dann sage ich, okay, was machst du denn konkret aktuell an Werbemaßnahmen? Dann sagt er, ja, wir haben da so eine Agentur, die macht Sales für uns. Ah, okay. Welche Sales denn? Ja, so Akquise, Demand Gen und Telefon, bla bla. Ich sage, okay. Machst du was in Google? Hattest du mir quasi man muss so eine kleine Form ausfüllen, um bei mir überhaupt einen Termin zu bekommen. Da ist reingeschrieben, wir machen schon Google, da kriegen wir unser Lead. Du machst Google Ads. Ja? Also hier das. Das hier, ja. Was passiert denn da? Ja, das ist eine andere Sache. Die hat ursprünglich mal eine Agentur gemacht, die haben es aber nicht vernünftig gemacht und dann macht es jetzt mein Partner. Sag ich, okay, ist der Partner im Call? Schon mal das Erste? Nein, schon mal schlecht, ja. Und was passiert da genau? Ja, haben wir geschalten Werbung, aber es gefällt uns auch nicht so ganz, Google Ads. Dann sage ich, okay, was denn gefällt da nicht so ganz? Naja, so auf so Keywords wie Softwareentwicklung und solche Sachen, weil das ist ja das, was wir anbieten, Webentwicklung und so weiter. Und dann sagt er, da gab es Keywords, da haben wir 50 Euro pro Klick, also 5 und eine 0 dran, in Euro, also ja, keine Slotty. Haben wir 50 Euro pro Klick bezahlt. Sag ich, okay. Aha, interessant, okay. Vielleicht schon mal darüber nachgedacht, sich das von einem Experten wie uns halt anschauen zu lassen, das Ganze, bevor du irgendwie für irgendwelche komischen Keywords 50 Euro pro Klick bezahlst. Also ich kann dir mal ganz kurz sagen, was eine aktuelle Google Ads Kampagne, was wir da gerade pro Klick bezahlen, ja, für eine Responsive Ads Kampagne in Videoform, pro Klick bezahlen wir da aktuell 6 Euro, nein, 60 Cent, auch nicht, 6 Cent pro Klick. Ja? Also mit anderen Worten, wir bezahlen für 1000 Klicks 6 Euro. Und der hat für einen Klick 50 Euro bezahlt. Okay? Also es lohnt sich, bei uns einen Termin zu holen und vielleicht auch mit uns mal eine Zusammenarbeit zu starten, weil für 50 Euro pro Klick machst du 20 Klicks, hast 1000 Euro verbraten, buch dir lieber bei uns was für 1000 Euro, ja, muss ich da ehrlich sagen. Und dann setzen wir wieder eine vernünftige Kampagne auf. Am Anfang sind es nicht sofort 6 Cent, da muss man sich auch erstmal ein paar Wochen lang hinarbeiten. Vielleicht haben wir am Anfang 1 Euro oder 50 Cent pro Klick. Aber dann arbeiten wir mit der Google KI und dann Schritt für Schritt wird das abgeschalten, was teuer ist und das weitergemacht, was gut funktioniert. Und am Ende haben wir teilweise Klicks unter 10 Cent. Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wir nutzen immer noch das Gleiche. Wir nutzen immer noch Google Ads. Ja, aber halt in einer ganz anderen Art und Weise. Also das ist wieder dieses typische Beispiel. Du kannst einen Hammer und einen Nagel, kannst du zum Bäckermeister gehen und der weiß einfach nicht, was er damit anfangen soll. Also das heißt, die Tools, die musst du auch dem richtigen Meister geben, damit dabei auch ein geiles Brot dabei rauskommt oder so ein Whiteboard an die Wand genagelt wird, dass es nicht wieder runterfällt. Also es geht nicht nur darum, einfach irgendwelche Tools in die Hand zu nehmen und dann irgendwas drauf loszumachen oder diese Tools jemandem zu geben, der es auch nicht kann. Ja, zum Beispiel, selbst wenn du einen Hammer und Nagel gibst zu jemandem, ja, der Zimmermeister ist, okay, dann nutzt der Hammer und Nagel zum Beispiel irgendeine Google Ads Agentur. Ja? Aber du möchtest gar keine Holzwände, sondern du möchtest eine Betonmauer bauen. Dann hat der Zimmermeister, der sich nur mit Holz auskennt, ja, der kennt sich auch mit Hammer und Nagel aus, aber eben nur für Holz. Eben für eine ganz andere Industrie, für was weiß ich, Abnehmcoaches, keine Ahnung was, E-Shop, keine Ahnung was. Ja, Amazon, irgendwelche Güter, Laptops verkaufen, ist ein anderes Google Ads, als wenn du Google Ads machst, speziell für Softwareentwickler oder IT-Produkte und Dienstleistungen und Services. Also, hol dir jemanden, der sich wirklich
sehr, sehr nischig, und ich würde das für jedes Thema, würde ich jedem empfehlen, wirklich auch gut auskennt, weil, hey, hast du so viel Geld übrig, dass du es einfach zum Verbraten rausschicken kannst? Zu Google? Also wahrscheinlich nicht. Und die Kombination, und das ist immer das Gute, ja, du kannst diese Dinge ja super kombinieren. Du kannst Google Ads, YouTube Ads und so weiter mit LinkedIn kombinieren. Du kannst das mit Demand Chain kombinieren. Ja, du kannst hier eine hübsche Sales Agent haben oder einen hübschen Sales Agent. Ja, Frauen in der IT funktionieren meistens noch ein bisschen besser, sind natürlich auch schwieriger zu bekommen, weil einfach total männerdominiert ist. Ne? Also es gibt sehr, sehr wenige Frauen, also im Verhältnis 1 zu 1000, glaube ich, Entwicklerinnen versus Entwickler oder die sich halt mit der Materie befassen, weil sie es einfach Passion dafür haben. Umso besser, wenn du natürlich Sales Agents hast, ja, Females, die sich mit IT auskennen, umso besser, weil es gibt wenige davon, setzt sich schon wieder von der Masse ab. Ja? Und dann kannst du halt hier diese Sachen kombinieren, in welcher Art und Weise, in welcher Form auch immer. Können wir gerne persönlich mit dir besprechen, weil es ja auch immer sehr unabhängig, sehr abhängig ist vom Einzelfall. Und es gibt ja auch nur sehr wenige wirklich absolute Standard-Templates, die du einfach irgendwo runterladen kannst und dann passt es für dich. Ist ja vielleicht schon mal vorgekommen. Ne? Also wie oft hast du vielleicht schon mal irgendein Coaching, irgendwie ein Training oder sonst was gemacht, irgendeinen Online-Kurs auf Udemy oder sonst irgendwas oder auch sehr teure Masterminds oder was weiß ich, und da werden Dinge besprochen, die du erstmal auf dich wirklich sehr stark anpassen musst. Und das ist halt auch ein Prozess. Und da muss man halt auch dann mit dem Kunden diesen Prozess dann gemeinsam gehen, damit das Ganze auch dann für dich funktioniert. Ja? Und selbst wenn wir sagen zum Beispiel, wir machen wir schalten eine Kampagne, wo wir Bilder verwenden. Zum Beispiel Google Max Kampagne, Google KI-basierte Kampagnen. Da brauchst du dann Bilder dafür, Videos. Dann kann ich dir nicht versprechen, dass wenn wir das exakt gleiche Video machen für dich, als wir von anderen Kunden auch schon gemacht haben, dass es die exakt gleichen Resultate rausbringt. Das ist ja quasi, das wäre ja super geil. Ne? Könnte man dann ewig beliebig oft anwenden an beliebig viele Kunden. Aber du bist ja dann in diesem Video und nicht dieser andere Kunde. Und du wirst wieder ganz anders wahrgenommen von wieder den gleichen Menschen, falls die gleichen Menschen dich sehen würden. Also wenn ich jetzt jemanden reinschicke mit dem exakt gleichen Skript und der den exakt gleichen Vortrag macht zu dem exakt gleichen Publikum, ja, über irgendeine IT-Thematik. Und dann schicke ich den nächsten rein, ist eine andere Person, macht aber exakt das Gleiche. Dann wirst du eine Umfrage machen, dann werden die zwei Personen völlig unterschiedlich wahrgenommen, weil es einfach unterschiedliche Personen sind. Ja? Dem einen gefällt deine Gurke, dem anderen gefällt sie nicht. Ja? Das ist das Gleiche bei der Partnerwahl. Ja? Du kannst nicht sagen, einer schwärmt dir irgendwie vor von dem, ach, was für ein toller Mann oder was für eine tolle Frau. Und du denkst dir, um Gottes Willen, niemals, bleib bloß weg mit der Person. Ja? Okay, soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es war was dabei und holt euch einfach bei uns einen Termin, dann können wir da ein bisschen drüber nachdenken. Die Frau mache ich jetzt wieder mal weg, weil sonst heißt es wieder, hey, ich war hier irgendwie sexistisch oder was weiß ich. Ja? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.